jetzt kommt Teil 3. Herzinsuffizienz. Wir sind bei der Diagnostik angelangt. Endlich. Genau, jetzt haben wir ihn schon behandelt. Ganz schön aufwendiges Thema, muss man sagen. Ja, Martin, wie sieht's aus? Wie diagnostizieren wir einen Patienten mit einer Herzinsuffizienz? Wie gehen wir da vor? Also wir haben ja vorher schon so ein bisschen drüber gesprochen. Natürlich macht es Sinn, rauszufinden, was sind die Vorerkrankungen, Anamnese und so weiter. Das, was wir sowieso immer machen. Und gerade bei den chronischen Herzinsuffizienzen, die Vorbefunde, der Gewichtsverlauf, die Patienten sind ja häufig dann auch, oder viele davon auch ganz gut informiert und können auch sagen, okay, ich habe jetzt da 2-3 Kilo zugenommen in der letzten Woche. Was wir präklinisch immer machen sollten, denn eine häufige Ursache gerade für eine akute Herzinsuffizienz ist ein Myokardinfarkt, ist immer ein 12-kanaliger G. Da hilft kein Rhythmusstreifen, da hilft nichts. Ich sehe da keine Hebungen in 1 und 2, ja, sondern die Patienten brauchen ein 12-Kanal-EKG. Auch wenn die jetzt keine klassische AP haben, wenn die akut herzinsuffizient sind, brauchen die einen 12-Kanal-EKG. Und das war es draußen schon fast, ne, weil wir haben jetzt kein Echo mit, also meistens zumindest nicht. In der Notaufnahme wird es ein bisschen komplizierter. Soll ich das erzählen oder soll ich dich ausquizzen? Quiz mich aus. Okay, Philipp. Also ein 12-Kanal-EKG machen wir auch. Ja? Was fällt dir dann noch so ein? Da gibt es dieses komische Gerät, was aussieht wie ein Laptop mit so Köpfen dran. Ich würde mal auch einen Ultraschall machen, oder? Genau. Ultraschall ist mal cool. Ultraschall ist cool und da schauen wir vor allem auf zwei Sachen, nämlich einerseits auf das Herz, ja? Also orientierend. Sehen wir da irgendein Pumpproblem? Sehen wir vielleicht, wenn wir es ein bisschen besser können, sogar ein Klappenproblem? Und das zweite ist der Ultraschall von der Lunge, ja? Super wichtig, ist die Lunge feucht oder nicht, ja, beidseits, und sehen wir Pleuraergüsse, das hilft uns auf jeden Fall mal in unserer Einschätzung, ist der Patient jetzt eher feucht oder trocken, was oft gar nicht so trivial ist, denn man muss sagen, das Lungenödem, das schwer ist, das hört man ja, ne, das, dieses grobe Brodeln, aber manchmal beginnt ein Lungenödem interstitiell vor allem so als Spastik-ähnliches Geräusch. Und da ist es dann gar nicht mal so trivial, ist es jetzt die COPD, die die Patientin seit 30 Jahren hat, oder ist es die Herzinsuffizienz, die die Patientin vermutlich nicht seit 30 Jahren, aber auch schon lang hat. Ja, und wenn du sagst Lunge, dann fällt mir natürlich direkt ein, wir brauchen einen Röntgenthorax. Brauchen wir das immer oder nur, wenn wir nicht vernünftig mit dem Ultraschall? Naja. Also, ein Röntgenthorax steht in der Leitlinie drin. Das macht meistens schon auch Sinn, vor allem zur Verlaufskontrolle. Ob das den Patienten in den ersten 10 Sekunden rettet, glaube ich nicht. Aber meistens macht es Sinn, dass man das in der Notaufnahme einen Thorax da noch mitmacht. Ja, genau. Und dann wird ja meistens auch ein bisschen Blut vom Patienten irgendwie angeliefert. Was messen wir da drin? Blutzucker. Blutzucker, ja, genau. Also ein Standardlabor macht Sinn. Es macht Sinn, sich zu überlegen, braucht man noch spezielle Parameter wie die Leberparameter. Zum Beispiel ist die Leberfunktion schlechter geworden durch einen Stauungsprozess. Was häufig genutzt wird und was wir auch ganz elegant finden, ist das BNP oder das Pro-BNP oder Anti-Pro-BNP, je nachdem, welchen Parameter man nimmt. Also diese natriuretischen Peptide, habe ich es richtig ausgesprochen? Yes, sir. Jahrelang geübt. Die tatsächlich, wenn sie negativ sind oder wenn sie nicht signifikant erhöht sind, eine relevante Herzinsuffizienz ausschließen können bei so unklaren Fällen und die uns sonst von der Höhe her nicht unbedingt eine schwere Einschätzung helfen, aber eine Prognoseeinschätzung im Verlauf. Das heißt, wenn man sieht, bei Aufnahme ist das Pro-BNP zum Beispiel Hausnummer 15.000, ja, und bei der Entlassung ist es 8.000 oder 3.000 oder 2.000, dann sieht man einen Trend und kann das bei der nächsten Aufnahme nochmal vergleichen. Also es hilft uns akut medizinisch nur so eingeschränkt, aber es kann in der Verlaufskontrolle helfen. Sonst noch irgendwas? Braucht man immer ein Troponin? Tja, hängt immer davon ab. Ein Troponin wird wahrscheinlich häufig mitlaufen, ne, um einfach eine akute koronare Genese so ein bisschen auszuschließen, aber das Troponin ist bei einer akuten Herzinsuffizienz auch immer an sich erhöht durch den myokardialen Stress. Also ja, ich denke mal, wahrscheinlich macht man es mit, aber man darf es sich nicht in die Hose machen, weil es so ein bisschen erhöht ist. Und zwei Werte haben wir dann noch, oder zwei Wertgruppen, Niereninsuffizienz, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, kardiorenales Syndrom, das ist auch immer relevant, und das TSH, vor allen Dingen bei Tachykarden, Rhythmusstörungen, die vielleicht ein Auslöser sind. Also Verdacht Schilddrüse. Genau. Und dann gibt es noch Spezialvarianten, wenn man drüber nachdenkt. Also man kann, wenn man über eine Lungenembolie nachdenkt, kann es Delimer werden. Wenn man glaubt, die haben vielleicht eine Stauungspneumonie oder irgendeinen Infektfokus, noch ein CRP oder andere Entzündungszeichen, wobei da häufig die Klinik führend ist, also je nachdem in die Richtung, in welche man geht. Ja, das sind so die vier Sachen, oder? Labor, EKG, Röntgen und Sonographie.
Und dann nehmen wir Röntgen einfach mal Bildgebung. Und Bildgebung. Bildgebung und Bildgebung. Okay. Alright. Na gut, jetzt haben wir, finden wir viel raus, aber wir müssen, was wollen wir damit überhaupt rausfinden? Was interessant ist, spätestens in der Notaufnahme, wir müssen uns überlegen, gibt es eine reversible Ursache? Bei reversiblen Ursachen, da klingelt ja gleich so die H's und T's. Es ist so ein bisschen anders, aber ich finde der Algorithmus, den die Leitlinie vorgibt, eigentlich ziemlich elegant. Das heißt nämlich CHAMP. C steht für Koronarsyndrom, das akute Koronarsyndrom. H steht für hypertensiver Notfall. A steht für Arrhythmie, ja. Jetzt muss ich wieder nachdenken. M steht für mechanisches Problem, also sowas wie ein Klappenausriss, eine Perikardtamponade oder ein Erguss. Und P steht für die pulmonal-arterielle Embolie, also Lungenembolie. Das haben wir aber elegant runtergebetet, also Champ. Eingeblendet, dann kann man es sich auch leichter merken, als wenn wir es dahin stammeln. Jetzt gehen wir die mal Stück für Stück durch, Philipp, und du sagst, was wir da so machen, oder? Also wir überlegen jetzt, kann es eine dieser Ursachen sein und wie behandeln wir das? So machen wir das. Okay. Koronarsyndrom. Philipp, was machen wir da? Koronarsyndrom, akutes Koronarsyndrom, da machen wir das, was wir immer machen. Ne, geben die Gerinnungshemmer und der Patient wird schnellstmöglich koronarangiografiert. Genau, vor allem der hat ja ein akutes Problem, der braucht das auch zeitnah, auch wenn er jetzt keinen akuten STEMI hat. Okay, hypertensiver Notfall. Hypertensiver Notfall, da haben wir drüber gesprochen. Wir geben Nitro oder senken zumindest den Druck, wobei Nitro eigentlich die galanteste Methode ist, wegen venösem Bloodpooling und so. Aber Blutdruck senken, 25% vom Ausgangswert in etwa und dann sind wir good to go. Genau, manchmal kann da auch Urabidil und Nitro eine gute Kombination sein. Da sind wir ganz bei euch. Okay, A für Arrhythmie, Philipp, was machen wir da? Schnell, langsam? Schnell, langsam, je instabiler, desto Strom. Ganz langsam pacen, ganz schnell kalibrieren, eigentlich ganz einfache Kiste. Und bei der gesamten Mitte dazwischen, da können wir ein bisschen über Medikamente nachdenken. Ist der Patient sehr, sehr schnell, dann kann ich ihm Beta-Blocker geben. Besonders gut sind natürlich die Kurzwirksamen, ne, weil dann vertue ich nicht so viel und kann abwarten, wenn der Patient schlecht ist, dass er zügig wieder besser wird. Metoprolol wirkt ja sehr, sehr lang zum Beispiel. Digitoxin ist eine Variante, eigentlich bei der akuten Herzinsuffizienz eine der wenigen verbliebenen Therapieindikationen. In Ausnahmefällen auch das Amiodaron als Antiarrhythmikum. Und ist der Patient ganz langsam, kann man sich Orzeprenalin überlegen, aber das sind Grenzfälle. Genau. Und immer dran denken, ist der Patient schnell, weil er eine Herzrhythmusstörung hat, dann behandeln wir den richtig mit Antiarrhythmika. Oder ist er vielleicht zu schnell, weil er nur so irgendwie noch Pumpleistung kriegt und wenn wir dem jetzt einen Beta-Blocker reinhauen, dann wird der richtig schlecht. Also vorsichtig, lieber niedriger andosieren und schön langsam beginnen, wenn wir nichts mit Strom machen. Tatsächlich ist das einer der wenigen Fälle, wo man schon ordentlich zum Schwitzen beginnt, wenn man dann plötzlich einen Patienten hat mit einer statt 130er Frequenz nur 110er Frequenz, aber ein 80er, statt ein 80er Druck dann ein 40er Druck. Genau, das ist immer, versteht man immer blöd da. Ja. Okay, schnell das nächste Thema. Genau. Nächste Thema. Aber das sind so die drei häufigsten Ursachen, muss man ehrlich sagen. Ne? Koronarsyndrom, Hypertension und Arrhythmie, meistens auch schnell. Ja? Mechanisches Problem. Also Klappen, Ausriss, Ventrikelruptur. Da muss man sagen, haben wir ultra wenig Möglichkeiten. Das ist eigentlich eine Indikation für eine wirkliche akute Herzoperation zur Klappensanierung. Und alles, was bis dahin kommt, da kann man eigentlich nur auf mechanische Devices zurückgreifen, also ECMO und Impeller, wenn der Patient überhaupt nicht mehr kann, weil von außen kriegen wir die Klappen nicht wieder repariert. Genau, also Zentrum, früh dran denken, früh ein Echo machen und zumindest die wilden Sachen sieht man auch, wenn man jetzt nicht der super Echokardiografeur ist, relativ schnell, muss man sagen. Also so eine komplett ausgerissene Klappe schaut auch ziemlich eindrücklich aus. Okay, und das Letzte ist die Lungenembolie. Wie häufig führt eine Lungenembolie zur Herzinsuffizienz gefühlt? Ziemlich häufig. Es hängt immer davon ab, vom Schweregrad der Lungenembolie, muss man immer sagen. Ne? Es gibt die ganzen subsegmentalen, davon sprechen wir nicht. Wir sprechen wirklich von den fetten zentralen Lungenembolien und die führen eigentlich immer auch zu einer zumindest geringgradigen rechtskardialen Herzinsuffizienz. Was macht man da? Man gibt Heparin, sorgt dafür, dass die Lungenembolie nicht progredient ist. Eventualisiert man, wenn der Patient im kardiogenen Schock ist. Dann selbstverständlich. Und ansonsten haben wir das mal in einem eigenen Video, was wir verlinken. Ich weiß nie, welches. Irgendwo verlinken. haben wir das da mal besprochen. Und dann seid ihr eigentlich good to go. Okay. Zusammengefasst. In der Notaufnahme wird die Herzinsuffizienztherapie ein bisschen differenzierter.
Denn wir machen nicht nur das, was wir am Anfang gesagt haben, wir stabilisieren den instabilen Patienten und dann behandeln wir den symptomorientiert, ja, also NIF, potenziell Nitro und so weiter und so fort, je nachdem, wo wir in dieser Vier-Felder-Tafel sind, sondern in der Mitte kommt so ein zusätzliches Feld rein, nämlich die reversiblen Ursachen. Denkt dran, auch die alte Omi, die zum dritten Mal im gleichen Jahr kommt mit Herzinsuffizienz und sie schnauft ein bisschen schlechter, kann trotzdem einen akuten Herzinfarkt haben. Und gerade diese ersten drei Ursachen, ja, also der Herzinfarkt, das Koronarsyndrom, die Hypertension und die Arrhythmie, können wir sehr, sehr gut behandeln. Und an das müssen wir denken und nicht nur einfach ein bisschen Furo geben und auf Station legen. Das wäre eine gute Sache. Und für den Rettungsdienst draußen auch dran denken, auch wenn der jetzt nicht mit stärkstem Brustschmerz kommt, jemand, der ein Lungenödem hat, der eine Herzinsuffizienz hat, die akut das Problem des Anrufs ist, die sollten ein 12-Kanal-EKG kriegen. Genau. So, boah, fertig. Herzinsuffizienz, check. Jetzt habe ich eine Hirninsuffizienz. Genau, das war's von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, teilen und liken. Wir freuen uns über Feedback und freuen uns vor allem riesig, dass so viele von euch am Start sind. Und jetzt an dieser Stelle nochmal ganz, ganz kurz. Oh ja. Wenn ihr noch nicht bei WhatsApp angemeldet seid, meldet euch bei WhatsApp an. Facebook zeigt immer weniger Leuten unsere Beiträge. Weil wir nicht bezahlen. Genau, es lohnt sich einfach bei WhatsApp mit dabei zu sein. Wie das funktioniert, das seht ihr auf der Webseite. Wir möchten nur darauf hinweisen und freuen uns natürlich über jede andere Art von Zuschauer bei YouTube und über WordPress und Webseite und so weiter auch. Okay, bis Servus. Beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.